Herzlich willkommen zum 10. Extremwetterkongress. Es geht um das Eis. Und das ist nicht nur in arktischen Breiten ein großes Thema, sondern auch dort, wo der Permafrost verschwindet, wo Gletscher auf den Bergen in Bewegung sind. Gletscher sind eben nicht die starken Felsen, die sich nicht bewegen, sondern eine zähflüssige Masse, die immer schneller ins Tal sich bewegt. Und manchmal, das werden wir heute auch noch erfahren, sogar mit der Geschwindigkeit eines ICEs. Jetzt geht es auf den Pasterzke, ein Berg in den Alpen, ein großer Gletscher, und der ist im Schmelz. Und wir gucken mal rein, was dort passiert. Zugeschaltet allerdings eben in einer Aufzeichnung Anton Neureiter. Und er hat uns, weil er jetzt nämlich gerade an diesem Tag und jetzt in diesen Stunden oben auf dem Gletscher ist, aktuell Vermessungen macht, schaffen wir es vielleicht, ihn danach dann noch in die Fragerunde live dazuzuschalten. Den Vortrag hat er uns netterweise schon einmal zugeschickt, weil er schon geahnt hat, dass auf dem Gletscher der Empfang so schlecht ist, dass man da oben nicht so besonders gut Vorträge halten kann. Also insofern gucken wir erstmal digital rein und hoffen, dass wir ihn dann noch gleich erreichen können. Viel Vergnügen. Hallo nach Hamburg, mein Name ist Anton Nörter und ich arbeite in der Abteilung für Klimaforschung an der Zentralanstalt für Meteorologie und Genamik in Wien. Ich kann leider heute nicht bei Ihnen sein, da ich mich zurzeit auf Feldarbeiten am Hohen Sombeck befinde. In den nächsten Minuten stelle ich Ihnen kurz unser Gletschermonitorprogramm vor. Insgesamt vermessen wir 4 Gletscher, und zwar das Goldbergkies, das Klamfleißkies und die Pasterze in den Hohen Tauern und den Freiergletscher in Nordostgrönland. Unser Langzeitmonitoring befasst sich mit Massenbilanzen, Schneebedeckung, Energiebilanz, Glazialabfluss und Schneechemie. Regelmäßig vor Ort messen wir Akkumulation und Ablation. Wir haben permanente Stationen, die die Meteorologie, Energiebilanzen der Eisoberfläche aufnimmt und den Abfluss messen. Mittlerweile haben wir auch 11 Kameras, die zur visuellen Dokumentation. Und seit kurzem benutzen wir auch Drohnen. Hier kurz ein Vergleich der 4 Gletscher, die wir untersuchen. Wir haben 2 relativ kleine Gletscher, das Goldbergkies und das Kleinfleißkies in der Nähe des Sonnenblick-Observatoriums mit ca. 1 Quadratkilometer Fläche, dann mit 5 Quadratkilometer Fläche den Freiergletscher in Nordostgrönland und die Pasterze mit 16 Quadratkilometern, Österreichs größtem Gletscher. Unsere wichtigsten Messungen sind die direkten Messungen der Jahresmassenbilanz. Im Sommer bohren wir Begel ein, die die Schmelze dokumentieren. Und am Ende der Akkumulationsphase, circa zu dieser Jahreszeit, messen wir in den Akkumulationsgebieten die Schneehöhe, die den Sommer überdauert. Hierzu verwenden wir Georadar und Sondierungen, zusätzlich noch Schneeprofile zur Erhöhung der Dichte. Die schwarzen Punkte markieren unsere Ablationsbegel. Die rote Linie, das Profil des Georadars, die Kreuze, die Sondierungen und die Rechtecke, die Schneedichte-Messungen. Aus diesen Einzelmessungen errechnen wir ein Grid der Jahresmassenbilanz. Alle Bereiche, die blau sind, haben einen Massengewinn und alle Bereiche, die rot sind, einen Massenverlust. An den Gletschern des Hohen Sombliks, den Goldbergkies und Kleinfleißkies, messen wir zusätzlich die Wintermassenbilanz. Dies geschieht meistens so Ende April, Anfang Mai, wo der meiste Schnee am Gletscher liegt. Insgesamt führen wir hier ca. 400 Sondierungen der Schneehöhe durch und graben 6 Schneeprofile zur Erhöhung der Schneedichte. Somit erfahren wir die Verteilung des Schnees im Winter. Diese Messungen sind ziemlich aufwendig. Wir graben hier Schneeprofile mit einer Tiefe von 5 Metern und die Sondierungen haben bis zu 6 Meter. Hier das Bild der letzten Jahre der Winterbilanzmessungen. Hier kurz ein Blick auf das Jahr 2017 und 2018. 2018 war ein sehr schneereiches Jahr, 2017 eher ein schneearmes Jahr. Im Vergleich hier das Jahr 2014, was ein ziemlich durchschnittliches Jahr zeigt. Dann hier die Messung der Jahresmassenbilanz. Hier zeigt sich das Bild, dass der Sommer ausschlaggebend ist für die Jahresmassenbilanz. Wir haben hier das Jahr 2018 mit einem ziemlich viel Schnee im Winter, aber einen sehr warmen Sommer, was insgesamt eine sehr negative Massenbilanz ausweist. Im Gegensatz hier das Jahr 2014 mit einer eher durchschnittlichen Wintermassenbilanz, aber einen eher verregneten Sommer. Das heißt, es hat immer wieder Kaltlufteinbrüche gegeben mit Schneefall auf den Gletschern. Somit ist 2014 auch das letzte Jahr mit einer positiven Jahresmassenbilanz.
Hier die jährlichen Zeitreihen der Massenbilanz von unseren Gletschern auf der linken Seite. Wir sehen hier ziemlich viel rot, das heißt, die Gletscher haben stark an Masse verloren und nur wenige Jahre, wo sie Masse gewonnen haben. Auf der rechten Seite zur Einordnung auch ein Blick auf die weltweite Massenänderungen. Auch hier sehen wir, dass unsere Gletscher dem Trend der weltweiten Gletscher folgen und stark an Masse verlieren. Zusätzlich haben wir auch Stationen am Eis. Hier haben wir das Beispiel aus dem Jahr 2017, ein eher schneearmes Jahr, mit den Gletscherstationen Goldbergkies und Basterze. Wir hatten im Goldbergkies die maximale Schneehöhe mit 2,8 Meter Mitte Mai erreicht, auf der Basterze schon Mitte März. Was bedeutet das? Die Basterze ist viel früher ausgeappert als wir das Goldbergkies und somit dauerte die Ablationsphase viel länger. Somit kommen wir hier zu einer Ablation von 7,2 Metern im Gegensatz zu 3,7 Metern im Goldbergkies. Zusätzlich zu erwähnen ist, dass die Station auf der Basterze tiefer liegt als die am Goldbergkies und dass er zusätzlich einen Einfluss zur Ablation hat. Diese Massenbelaststationen haben einen sehr hohen Wartungsaufwand. Wir haben hier Schneehöhen von bis zu 5 Metern, was nicht unbedingt zuträglich der Stationen sind. Und die Stationen müssen im Winter höher gestellt werden und im Sommer wieder tiefer gestellt werden, was einen ziemlichen Arbeitsaufwand bedeutet. Einen geringeren Aufwand haben diese automatischen Kameras, die wir seit 5 Jahren verwenden. Wir verwenden das System von PhotoWebcam EU, das digitale Spiegelreflexkameras verwendet. Wir haben 4 Kameras im Gebiet des hohen Sonnenblicks, 5 Kameras im Gebiet der Basterze und 2 Kameras in Grönland am Freier Gletscher. Die Installation dieser Kameras ist ziemlich aufwendig. Hier ein Beispiel an der Kamera am Großglockner, das sich ca. 50 Meter unterhalb des Gipfels befindet. Das Material der Kameras wird hochgeflogen mit Hubschraubern und die Installation wird vor Ort durchgeführt. Es gibt eine Richtfunkanlage für die Übertragung der Bilder, die ca. alle 10 Minuten zu uns gesendet werden. Und die Stationen sind energieautark, das heißt, sie werden über Solarpaneele mit Energie versorgt und Batterien, die die Versorgung über Nacht sicherstellen. Hier noch die Montage der Kamera am Freier Gletscher. Hier wird zusätzlich noch eine Windturbine zur Energieerzeugung herangezogen. Diese Bilder bekommen wir einmal pro Tag über Iridium, über Satellit zugesendet. Was generieren wir aus diesen Kameraaufnahmen? Eines unserer Produkte sind tägliche Grids der Schneebedeckungsgrades. Also diese Bilder werden georeferenziert und mittels der Software Practice ausgewertet. Wir bekommen automatisch den Wert pro Tag, wo sich Schnee befindet, wo sich Firn befindet, wo sich Eis befindet. Und das über den Lauf der Ablationsphase im Sommer. Weiters bekommen wir eine visuelle Darstellung der zeitlichen Verhaltens des Gletschers. Hier am Beispiel Goldbergkies zwischen 2016 und 2020. Ich springe mal hin und her. Hier erkennen wir sehr gut die Eisabnahme über die Fläche des Gletschers. In den Gletschern, also an den Gletschern der hohe Dauern, verlieren wir circa pro Jahr 1 Meter an Eisfläche über die komplette Fläche der Gletscher. Dasselbe Beispiel auf der Basterze zwischen 2016 und 2020. Was hier sehr gut ersichtlich ist, ist das Ausdünnen der Eisbänder vom Akkulationsgebiet Richtung Zunge. Nochmals. Als nächstes verwenden wir auch Höhenmodelle. Hier ein Beispiel aus den 5 Jahren Gletscherrückzug und Eisdickenabnahme an der Basterze zwischen 2012 und 2017. Wir haben hier einen Gletscherrückzug von bis zu 600 Metern in diesen 5 Jahren und einen Eismassenverlust von knapp 100 Metern. Wie sind diese 100 Meter erklärbar? Wir haben hier an den Pegeln circa einen Massenverlust im untersten Bereich von 9 Meter pro Jahr. Das erklärt ca. 45 Meter über die 5 Jahre. Was hier noch zum Tragen kommt, ist basale Schmelze. Durch Gletscherzuflüsse aus anderen Gletschergebieten kommt Wasser in den Gletscher rein, was zu einer Schmelze von unten herbeiführt. Diese Kavernen brechen dann ein, was diese großen Höhenänderungen mit sich bringen.
Seit kurzem verwenden wir hier auch Drohnenaufnahmen. Hier ein Beispiel aus dem Sommer und aus dem Winter. Hier erkennt man eine viel smootheren, glatteren Verteilung als wie hier. Hier sehen wir die Felsen, hier die Schneeverteilung. Hier auch das zugehörige Orthofoto. Und hier haben wir den Höhenvergleich zwischen Sommer und Winter. Hier haben wir das Zittelhaus und das Observatorium. Wie wir hier sehen, haben wir das Dach schneefrei und hier haben wir Schnee. Und diesen Schnee kommen wir aus den Satellitendaten, also den Drohnendaten, ziemlich gut herausgefiltert. Das heißt, diesen hochaufgelösten Höhenmodelle funktionieren recht gut und diese werden jetzt zur flächenhaften Schneedeckenverteilung herangezogen. Nebenbei messen wir auch den glazialen Abfluss. Hier ein Tag am Goldbergkies. Mit einem kurzen Blick auf den See. Was passiert hier im See? Dieser See ist über Nacht ausgeflossen. Wir sprechen hier von einem Glacier Lake Outburst Flood. Hier dazu auch die Abflussganglinie. Insgesamt sind hier 100 Kubikmeter über die Nacht ausgebrochen. Hier besteht natürlich keine Gefahr für die unterliegenden Ortschaften, da die Ausbrüche eher sehr klein sind. Zum Abschluss zeige ich Ihnen noch ein Bild von unseren Kollegen von Gletscher im Bild, die die Kameraauswertung der Pasterze zusammengefasst haben. Ich hoffe, ich konnte Ihnen in der Kürze unser Gletschermonitoring näher bringen und liebe Grüße vom Sonnenblick. Ja, vielen herzlichen Dank, Anton Neureiter. Er ist tatsächlich online nicht erreichbar. Also er ist offensichtlich tatsächlich jetzt auf dem Gletscher, sodass wir uns die Fragen nur gedanklich notieren können und ihm dann zumailen können. Aber es ist trotzdem schön, dass er seinen Vortrag zu uns geschickt hat. Herzlichen Dank auf diesem Wege an Anton.